Das, ne? Und gehe den Rest durch. Ja, aber im Erdgeschoss ist, glaube ich, nichts weiter jetzt Ich gewesen. habe schon ganz viele Sachen aufgehoben gerade. Okay. Dann habe ich sie wahrscheinlich einfach nur nicht gesehen, weil ich schnell verfolgt wurde. Was hast du oben noch alles gefunden aus den Servomodulen? Chips und ein French-Epstein-Gerät und ein Sandwich und ein Medikit. Okay. Hauptsächlich. And Darkness. Was? Dunkelheit halt, überall. Ach so, das war um ein Item, das sich irgendwie und so weiter. Ach, was soll's. Jetzt bin ich aber hier unten, glaube ich, durch, ja. So, das Klo ist offen, aber leer. Wo bist du? Ach da, wieder draußen. Ja, wieder draußen. Wir müssen irgendwie dieses Überbrückungsding noch bekommen. Einfach kurz stehen. Das hier. Das hier. Ein Molekularanalysator, das ist bestimmt für dich besser. Das da ist noch für dich. Das ist eine Auto Repair Unit. Also eigentlich eher für dich, glaube ich. Dann gib wieder her. Mich ist Molekularanalysator, deswegen. Ja. Deutsch ist doof. Was ist das? Ja, French Apple. Ich hab auch Sprenggranaten bekommen, aber keinen Granatenwerfer. Naja, was ist kann noch werden? Außerdem kann ich noch lange keine passende, habe ich noch lange nicht Digga. schwere Munition auf 3. Ach. Markus hat auch mitgemacht. Warum? Digga. Ach komm. Was? Du hast hier Taschenlampen. Ja. Da ist eigentlich Ich habe einen sekundlos. Locker gekriegt. Was? Ich glaube. Okay. Mal anhören. Nee, doch nicht. Doch nicht. Ich hatte es nur irgendwie im Kopf, dass wir vielleicht einen Locker gekriegt hätten. Los, umgefallen. Hier sind ein paar Rifle-Slugs. Was, wo? Jetzt in meinem Inventar. Lagen hinter dem umgekippten Dixie-Klo. Wo bist du? Bin wieder gegangen. Achso. Ich dachte, wir hätten uns fertig umgeguckt. Hatten wir auch. Fast. Bleibt trotzdem die Frage, wo jetzt dieser komische Überbrückungsmechanismus sein soll. Steht da in den Notizen aus, muss ich mir wirklich die Logdatei wieder anhören. Wir haben und so weiter. Use the override to open the doors. Was für ein Override? Hast du ein Override im Inventar? Nope. Hey, Rifle Slugs. Ja, ich war auch gerade direkt neben dir, aber okay. Okay. Hätte die aufheben können. Ich sehe dich halt nicht. Na. Huch, weg bist du. Keine Ahnung, wo wir hin sollen. Dahin, wo geht's? Ob ich nachher frage, wo das zurückkommt, sein soll. Die Leichen haben wir alle reingesehen, ne? Ja. Gut, hier ist definitiv nicht. Wo bist du? Auf der Brücke. Ich bin safe. Bist safe? Im Wasser oder wie? Also an der Leiter. Ah. Weil hier immer noch dieser Tunnel ist unten im Wasser, der bestimmt was zu bedeuten hat. Aber ich komme in den irgendwie nicht rein. Ah doch, jetzt bin ich dran.
Ich würde da wahrscheinlich der Override drin stärken. Und der Grenade Launcher. Ich komm einfach Grenade mal. Grenade Launcher, Milka, Cybermodule, Log. Lunch. Du musst dich übrigens mit Leertaste hochziehen an der Kante. Hab ich gemerkt, ja. So, noch hören. Don't forget that we need to catch at least one of these ice beasts alive. Our researchers are hellbent on examining one of those creatures, so don't blow them all up, okay? Ich glaube, das ist nur der Geheimbereich, um eben den Granatwerfer zu finden. Jo. Den ich nicht nutzen kann. Ah! Erstmal die Eistapfen zerschlagen, vor Frust. Wo ist der Override? Ich meine, ich finde diese Höhle cool, aber... Naja. Erinnert mich rein zufällig ein klein wenig an einen Reskin von, eventuellen... Ich glaube, das bildest du dir ein. Gedärmen. Ich schau nochmal hier hinten rein. Naja, ich schau nochmal hier vorne rein. Wo kann das Ding nur sein? Wir haben Cybermodule übersehen. Mhm. Ich habe mir die Lok einfach nochmal an, glaube ich. Natürlich vergesse ich genau die wichtige. Schuss im Tier. Damn! There was another short circuit in the security office, so naturally the computer deactivated the switch that opens the main entrance doors in a hurry. I can't get inside the colony, so the question is, where do I go from here? Crap. I don't even have any food with me. Also doch die Construction Site. Na dann. I can check the construction site. There must be all kinds of spare parts there, and if I'm lucky, I can find an override unit. Ich dachte, hätten wir alles gelootet und so weiter. Wo bist du gerade? Praktisch wieder am Respawn-Punkt. Boah, wie bist du schon so weit vorne? Well, complaining won't make things any better, so I better get going. I hope Kingsley doesn't get wind of this, or he'll kick my ass again. Ich bin jetzt am Respawn-Punkt. Okay. Werde von Hütchen aufgehalten. Ja. Und ich bin hinter dir. Echt? Ja. Okay. Das ist, hoppala, das ist so verstrickt hier. Das ist eigentlich ein langer Schlauch. Ja, aber ein Zwei-Wege-Schlauch mit vielen, vielen Ausbeulungen. Ich gehe nochmal in den zweiten Stock, du in den ersten. Okay. Jetzt kommt das Ding liegt irgendwo im Kran drin. In den ersten Stock kommst du übrigens am allerbesten von der Oberseite der allerersten Leiter aus. Von der Oberseite aus? Echt? Du kannst auf Leiter, du kannst am Ende der Leiter hüpfen und oben drauf hüpfen, dann kannst, hast du einen Plattform, auf der du stehen kannst. Ah, ja, stimmt, das, ja. Kam mir ein bisschen was zu weit vor. Was? Wusstest du nicht? Doch schon, aber so von der Einschätzung her wirkt das zu weit, als dass man da drüber springen kann. Zigaretten gefunden. Das ist gut. Zwei Kisten, die mittlerweile leer sind, weil ich die geleert habe. Ebenso. Eine Platine. Gut. Also wieder zurück. Ich muss in dem Fall aber sagen, ich habe die liegen lassen, anfangs. Mhm.
Weil ich dachte, das sei eins der üblichen Magazine. Das habe ich im Halbdunkeln nicht sehen können. Toll. Jo. Vor allem hätte ich nicht erwartet, dass wir eine Platine brauchen zu dem Zeitpunkt. Und durch die Magie des Videoschnitts sind wir jetzt am Punkt, wo wir hin müssen. Ja, ich setze dann mal die Platine ein. Ja, Magic. Magazin, lasse dich auslesen. Knopf, lasse dich drücken. Tschüss, tschüss. Die Tür ist auf. Hurra. Wie niedlich. Nee, Mann. Und eine weiße Maus. Log, den wir noch nicht hören werden. Ich künstlich an den Schneemann. Eine weiße Maus? Ja, hier rennt eine Maus rum. Achso, hier rennt eine Ratte bei mir rum. Achso, hier steht Ratte drauf. Sah aus wie eine weiße Maus. Hier an der Karre ist nichts dran. So. Ist da hinten irgendwas? Hinter der Tür geht's noch weiter, aber da kommen wir nicht hin. Später. Eben. Lock. Lock. I'm sorry, Corinne. I can't go out for an ice cream with you this afternoon. I have an incredible amount of work to do, and in a few days we'll be blasting again. How about Saturday? Ein Eis. Auf diesem Planeten hier. Wo sonst? Kinder, bitte. Passt euch doch mal an. Wenn ihr so Romantisches machen wollt, dann nehmt euch doch einen heißen Tee oder sowas. Heißen Kakao, wenn schon. Heißen Kakao, ja, der ist auch gut. Mit Liebesperlen. Bah. Hm. Nee, so aufgelöst Liebesperlen, nee. Nebenbei, wir brauchen einen Zugangskartenlaser. Also, wir brauchen eine Zugangskarte. So erforderlich. Ja, das heißt, wir dürfen wieder durch die Gegend laufen, rennen. Tuten tun. Okay, welchen armen Sack haben wir noch nicht ausgeraubt, der diese Zugangskarte haben könnte? Oh. Oh. Wo bist du? Auf der anderen Seite dieses riesigen Tors. Aha. Das heißt, da kann man durchklippen, oder wie? Nee, das kann man aufmachen. Das ist offen. Ah. Okay, normal. Und schau mal, was hier vorne steht. Ein Roboter. Ich habe bis jetzt nur normale Standardmunition. Aber das Witzige, bei denen kann man eigentlich die Taktik anwenden an dem im Kreisrennen. Das klappt bei denen ja ziemlich gut. Ja. Viel Spaß. Nö, ich nehme die Tür. Also Simon, das ist nicht jugendfrei. Dr. Pepper, Dr. Pepper. Schön. So, alle Spiele sind leer, wie es aussieht. Na jetzt. Okay. Don't come here. OS Upgrade. Roboter im Haus. Oh. Nö, der geht wieder. Der scheint friedlich zu sein. Oder ich habe ihn einfach vertrieben mit meinen tollen Fähigkeiten. Eigentlich, klar, es wäre logisch, dass er friedlich ist. Aber bin ich schön. Mich schon dann auf dem Planeten. Eigentlich. Stimmt, wir haben nur die Masse. Sollten wir eigentlich haben. Hm. Oder schon hatten wir gefunden, ihren eigenen Code in die DNA der Masse einzusplicen. Ja, ja, komm. Dann und so weiter. Ist okay. Jonen, kämpf für dich. Ich überlege nur gerade, was ich nehme. Was hast du genommen? Da hier zwei Implantate. Hm. Apropos, da muss ich dir gleich noch was geben. Ach, stimmt, Expertec, ja. Ah, ja, Scharfschütze erstmal nehme ich. Okay. Wo bist du? Hinter dir. Also einmal
Die kriegst du. Die kriegst du. Und das Brawn Boost setze ich mir selbst ein. So. Habe ich noch was für dich? Gerade nicht, aber... Nope, nö. Wobei Expertech tatsächlich was für dich ist, glaube ich. Weil es nicht mit dem Forschen zu tun hat, das wäre Lab Assist. Und wahrscheinlich eben Hacken und Zeugs. Ja, dann her damit. Da oben liegt was. Ja, ein Helm. So, die Frage ist jetzt, bist du freundlich? Oder hast du einfach die... Nope, ist er nicht. Nicht freundlich? Nein. Ich bin eine organische Anomalie. Maybe. Wir haben unsere IDs nicht in dem seinen Scan-Computer eingebaut. Wir sind Fremde. Ja. Und ich hab meinen Granatenwerfer nicht und ich hab EMP-Granaten dabei, ey. Ui, ich kann ihn nicht nutzen. Ich hätte ihn nutzen. Wir haben Upgrade-Einheiten da stehen. Ich kann ihn gleich nutzen. Stimmt, wir haben 40 Stück schon? Wow. Müsste reichen. Trotzdem, hast du den Schlüssel gefunden? Ich nämlich nicht. Nein, noch nicht. Aber der wird wahrscheinlich am anderen Ende sein. Außerdem gibt es eine Leiter nach oben. Nicht gesehen. Was habe ich mit den Leitern, dass ich sie nicht mehr sehe? Leave Britney alone! Ich bin auch ein Held. Renn in die falsche Richtung. P-Granaten. Ich kann das Teil jetzt nutzen. Passt. So ungern ich ja auch schneide, aber irgendwie macht das hier schon Sinn, wenn man so lange Laufwege hat. Naja. So, ich bin oben übrigens. Habe ein. Ich höre, dass der Kerl wiederkommt. Ich komme auch hoch. V2 Mod Software. Ein Spielzeugbagger. Alter, an der Leiter kann man nicht oben hochhüpfen. Alle Leiter, an anderen Leitern kann man oben drauf hüpfen. An der nicht. Bin tot. Ich glaube, ich werde meine MP-Granaten nicht nutzen. Jo. Ist das ein Aufzug? Das ist ein Aufzug, okay. Krieg dich mal wieder ein, Roboter, da unten. Gute Güte. Ach ja. Lochblecher-Steckenplatten ist auch eine interessante Idee. Habe ich auch bisher noch nicht. Jetzt diese komischen PVC-Noppen im Schiff. Muss jetzt mal wiederkommen. Jo. Was ist denn da oben sonst noch so? Wie gesagt, Mod-Software und ein Aufzug, den ich noch nicht benutzen werde. Und Handabdrücke. Ist der Roboter innen drin? Nee, der ist links um. Links in die Ecke. Hatte ich gesehen. Kaputt. Okay. Sehr interessant, dass der One-Shot war mit der Waffe. Gefällt mir aber. Jo. War ja auch einer meiner wertvollen EMP-Granaten. Ja, weiß nicht, ob wir so viel brauchen werden. Es scheint nicht also kampfintensiv zu sein momentan. In dem Mädel hier steckt die Software drin. Interessant, dass ich gerade eben modifiziert habe. Aber nur nur den Granatenwerfer. Hm? Ich modifiziere mal kurz ein bisschen was weiter im Moment. Wenn ich darf. Jo, komm zu mir in meinen Fahrstuhl. Gerade nicht. Ich bezweifle, dass irgendwer das Lied kennt. Aber gut. Man kann es mal versuchen.
War übrigens der Beichtstuhl, nicht der Fahrstuhl, aber das nur so am Rande bemerkt. Computerpad und Zeugs. Jetzt fehlen mir Naniten für das letzte Upgrade für Pistole. Nice. Toll. Ja, muss halt ein bisschen was warten noch. Egal, dafür habe ich alles mögliche andere geupgradet. Moment, ich muss noch kurz dich. So. Wir waren bei der. Oh! Fahrstuhl. Ich habe gerade oben erwartet. Achso, nö. Schick. Ach, das ist ein Bauplan für die Brücke. Ja. Die bereits gebaut ist. Lok- und Servomodule. Hier, das scheint nur so ein kleines Gemitterchen zu sein. Okay. Lok. Which dorky architect designed this masterpiece? I wonder if anybody ever told him that we need a bridge big enough for trucks and construction vehicles. For goodness sake, only one truck at a time can squeeze across it, so there's definitely no room for two-way traffic. We had to fly the excavators and snow crawlers into the construction site with shuttles. Of course, I'm the one who has to iron this mess out. Why the heck build a bridge at all? Why not just fill up the hole, put a concrete road surface on it and be done with it? Oh, damn it. I better start checking the grid model of this bridge. Ja, aber die Umwelt. Da lebt doch bestimmt ganz viel in dieser Schlucht drin. Wenn man die mit Zement auffüllt, dann ist das. Uff. Bei Minusgraden, ja, da wird sehr viel drin leben. Ja. So, ich geh da mal da, wo der Roboter herkam, ne? Denn. Waren wir da nicht schon? Ich war da nicht. Achso, okay. Das war eine Keycard, genau. Ja. Die allerdings. Dinky nicht hier zu sein scheint. Kannst du mal kurz durchgehen, ob du irgendwie in den Notizen oder in einem Log irgendwo ist, irgendeine Schlüsselkarte erwähnt wurde? What happened und so weiter. Ich schaue in der Zeit noch mal kurz den Laden durch. Um sicher zu gehen. Also in Notizen ist nichts. Die Log werde ich mir jetzt nicht alle nochmal drei nach anhören. Mit Verlaub. Man kann sich doch durchlesen, grob, oder? Ist egal, die Leute labern trotzdem. Das kann man aber irgendwie abschalten, oder? Oder wegdrücken oder so. Nicht wie. Die Arten beißen. Zugang erforderlich. Und die Ratten beißen, die hier so rumlaufen. Tja, die fanden halt sonst nichts zu verlieren. Hast du darüber nachgedacht? Noch nicht, nee. Das ist eine sehr dicke Flagge. Ja, wer könnte nur diese Zugangskarte haben? Ich schau nochmal kurz in den Keller. Da, vom Aufzug in den Keller. Ja. Aber da hat man nichts gesehen weiter. Ja, aber es war auch dunkel. Achso, ja, stimmt. Wenn ihr da wirklich unten liegt, dann kann man sich aufregen. Hier ist aber definitiv nichts im Klo. Irgendwie so, ich sehe hier keine Zugangskarte. Eben, weil wer auch immer dieses Grid-Modell gemacht hat. Gut geworden. Und so realistisch. Jo. Trifft ziemlich genau. Naja, aber es war auch nicht viel zu modellieren, ne?
Nö. Da hinten ist nix. Man muss ja alles mal ausprobieren. Hier sind die Sachensucher. Tipp, die Ratten sind unsterblich. Ach ja, zumal wir doch schon vorne hier alles genauestens durchgesehen haben. Eigentlich. Eigentlich. Oder wir machen gleich mit dem Wunder der Schnitttechnik. Und es auf die Suche. Hoppala. Nach dem verlorenen Wissen. Du bist gestorben. Ich bin gestorben, ja. Das heißt, lasst uns Magie wirken. Boah.